Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hearts of Iron 4. Wir sind mittlerweile Ende des Jahres 1938, haben Österreich nach Hause geholt. Das Sudetenland haben wir, ja man muss es sagen, annektiert und anders kann man den Anschluss Österreichs neutral nicht bezeichnen. Wir sind auch am Trainieren unserer Panzerdivisionen, das kostet jede Menge Treibstoff. 828.000 Treibstoff können wir aktuell haben. Unsere Forschungstrupps sind dran. Wir sind beim ersten Wiener Schiedsspruch angelangt und auch die Russen akzeptieren deutsch-sowjetischen Vertrag. Unsere Verhandlungen mit der Sowjetunion sind erfolgreich verlaufen. Wir haben ein Abkommen geschlossen, dass unsere Nationen sich bei der Entwicklung neuer gepanzerter Einheiten gegenseitig unterstützen werden. Für die Zukunft gibt es noch die Option, dies auch auf andere Forschungsgebiete auszuweiten. Dieses Abkommen wird ein Trittstein in die Zukunft werden. Das heißt, wir haben einmal 1,0 Jahre des Zeitvorausmalus verringern für mittlere Panzermodelle, dann 100%igen Forschungsbonus für Panzertechnologie zweimal, Zugewinn an deutsch-sowjetischer Vertrag, Meinung Deutsches Reich plus 10, Handelsbeziehungen auch plus 10. Das sind erstmal positive Auswirkungen. Flugzeuge haben wir in der Reserve, Schiffswerft haben wir genügend, weil wir machen ja einen Flugzeugträger, der im März 1914 fertig sein soll. So, hier brauche ich erstmal regionsweite industrielle Integration. Effekte, einen Bauplatz hinzufügen beim Moselland. Ach, das ist ja cool. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ein Bauplatz im Moselland mit dazu, das war hier die demilitarisierte Zone. So, hier können wir jetzt mal gucken. Da haben wir von Brauchitsch haben wir drin. Marinekommando, Luftwaffenkommando haben wir auch. Und vielleicht können wir hier noch 0,12 täglich Marineerfahrung, 0,09. Aber Angriff, Verteidigung geht nach oben. Ich würde Erich Räder tatsächlich dafür nutzen wollen. Dann haben wir nämlich mal die Punkte schon weg. Hier oben geht es auch noch ein bisschen. 100, wir können noch einen einstellen. Militärisches Oberkommando und ja, Gerd von Rodenstedt, Armeeerfahrung plus Moral der Armee. Ich würde tatsächlich auch so ein bisschen Erfahrung plus Verschleißrate, das sind so Dinge, die würde ich gerne, glaube ich, nutzen. Infanterie, Angriff, Verteidigung ist halt auch geil, ne? Logistik. Wir nehmen Ferdinand Schröder und hier kann ich immer noch den Logistiker nehmen. Ach, das ist cool. Das ist Flottenlogistik, haben wir hier, Armeelogistik, das ist super. So wollen wir das auf jeden Fall machen. Nicht zugewiesen. Das ist die SS-Verfügungstruppe. Die würde ich, glaube ich, hier zuweisen wollen. Also das können wir, die können wir hier zuweisen. Dann fangen die nämlich auch an noch mit trainieren. 340 Tage Treibstoff. Haben wir natürlich noch ein bisschen einen größeren Verbrauch. Aber unser Bauvorhaben, das geht gut nach vorne. Synthetische Raffinerie. Wir haben nochmal Militärfabriken, wir haben auch nochmal die Eisenbahnen und das ist sehr krass, wie schnell jetzt alles gebaut wird, das ist super schön. So soll es sein. Hier haben wir Gebirgsjäger und dann würde ich die tatsächlich noch mit in diese Division aufnehmen. Das sind die Gebirgsjäger, sind die einzigen. Dann sollen die nämlich damit ran. So, Entscheidung, politische Aktionen brauchen wir erstmal nicht. Offizierkorps 54. Ja, da geht es halt jetzt Viktor Schütze, U-Boot-Abwehr. Wäre theoretisch möglich. Aber so langsam, aber sicher kommen wir da gut vorwärts. Haha, finde ich sehr nice. So, und da ist trotzdem. Und warum sind die aber dann nicht mit hier verteilt? So, vielleicht müssen wir nochmal die Frontlinie ziehen. So, das kann sein, da sollen sich die jetzt alle verteilen, aber die bewegen sich nicht, weil sie trainieren, glaube ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier hört auf zu trainieren, dann müssten die sich fortbewegen, oder? Hä, wieso gehen die nicht an den Frontabschnitt? 2, 2, 2, da sind 3. Dann geht der hier hin und der geht dahin. Die sollen sich bewegen und dann dürfen die nämlich wieder weiter trainieren. Hä, aber der geht auch hier hin. Okay, dann. Ach, das zählt zum Frontabschnitt dazu. Okay. Okay.
Okay, der zählt dazu, aber der kann dann auch... Jetzt haben wir hier... Der soll hier unterstützen. So, jetzt haben wir freie Militärfabriken. Da will ich nochmal ganz kurz schauen. Weiterhin die Artillerie, die wir brauchen. Panzer. Oh, geil, haben wir plus. Jetzt geht's also los. Jetzt brauchen wir alles in Richtung Artillerie. Aber die Panzerproduktion werde ich trotzdem nicht runterfahren. Weil wenn wir jetzt Panzerdivisionen ausbilden, dann brauchen wir da auf jeden Fall auch noch ein paar mehr. So, Guangxi klicke. Wäre möglich, das Blöde ist. Die Franzosen nicht, die Norweger. Wir holen es bei den Japanern. So, jetzt müssen wir mal schauen, weil 15, ja, 45, jetzt sind es nur noch 57. Wir hatten 58, aber ist nicht schlimm. Eins können wir mal verzichten, wir brauchen halt die Rohstoffe. Und da muss ich aber schauen, dass wir die Treibstoffdepots dann entsprechend auffüllen. Das heißt, ich werde im Bauvorhaben Treibstoffsilos noch bauen. Okay, wir können Treibstoffsilos hier noch bauen. Und wir werden hier noch zwei Stück bauen. Und dann sollte es erstmal reichen, weil wir ja auch entsprechend forschen. Wir haben da noch 5 Tage. Wieder freie Militär. Dann haben wir Stahl, was wir nicht zur Verfügung haben. Also Artillerie. Jetzt warte mal, ich kann aber... So geht's. Panzer ein bisschen reduzieren. Artillerie ein bisschen hochfahren. Ja, dann bleibt es aber trotzdem bei minus 1. Ah, das ist bitter. So viel will ich halt nicht aufwenden müssen. Wir haben ja die sowjetischen Freundschaften. So, wir brauchen das halt. Denn unser Bauvorhaben, jetzt sind es halt nur noch, 56, aber das macht nichts. Das macht nichts. Wir wollen jetzt erstmal die Artillerien hinbekommen, dass wir endlich die Ausbildung hier abschließen können. Wir brauchen halt für alles Artillerie, weil wir in die Breite gehen wollen dann bei den Feldzügen. Das ist auch nicht schlecht. Wir haben ja noch, was wir auch sehen, wir haben noch einige in Reserve. Hier oben sind Küstenfliegergruppe, die lassen wir so. Hier haben wir entsprechend das Kampfgeschwader, Transportgeschwader, Jagdgeschwader. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und jetzt wird es interessant, deshalb mache ich nochmal die Pause. Jetzt haben wir Zukunftswaffen. Jetzt haben wir Zukunftswaffen und jetzt will ich mal schauen. 85 Tage und dann werden wir den Panzer 3 gleich erforschen. Sehr, sehr geil. Veraltete Ausrüstung in Produktion. Und jetzt müssen wir nämlich schauen. Wir haben die Infanterieausrüstung und die Infanterieausrüstung, die können wir jetzt löschen. Weil wir brauchen natürlich jetzt die neue. Und da werden wir hochgehen. 26 Stück brauchen wir für Verstärkung. Und hier müssen wir jetzt Gas geben. Jetzt haben wir 4, jetzt haben wir 5. So, das heißt, Artillerie 1,5, Infanterieausrüstung 6.900. Jetzt muss ich nur schauen, ob die dann auch gleich mit rübergehen. Ja. Das ist okay, die werden jetzt getauscht. Gut. Dann bin ich erstmal zufrieden. Was wir mit den überschüssigen Fliegern machen, das werden wir sehen. Aktuell würde ich, glaube ich, noch ein Jagdgeschwader hier rüberbringen und auch das taktische Bombergeschwader, weil wir wollen natürlich eine Reichweite generieren, dass wir sowohl West- als auch Ostpolen erreichen könnten. So, hier würde ich jetzt tatsächlich mal hingehen, neues Luftgeschwader machen. Luftnahunterstützung. Haben wir 206, das müssten dann genau die sein. Genau, perfekt. Dann könnten wir vollständig eine Ausrüstung verschieben. Steuerung Umschalt 100. Das heißt, wir können hier... Moment. Das ist aber nur einer. Ah. So, dann machen wir das. Da machen wir ein Luftnahunterstützungsgeschwader in Niederschlesien. So, dann müsste 280, perfekt. Hier im Westen würde ich auch gerne noch ein neues Geschwader bilden. Und zwar Zwischenkriegsjäger, Zwischenkriegsjäger, Zwischenkriegsbomber. Nö, das lassen wir so. Dann ist es erstmal okay.
Wir haben ein Geschwader, Jagdgeschwader, Luftnahunterstützung und drei taktische Bombergeschwader. Hervorragend. Das sieht gut aus. Ich weiß nur nicht. Ach, hier oben ist auch noch ein Jagdgeschwader. Das ist okay. Das sieht erstmal gut aus. Also ihr seht, ich werde das sehr, sehr langsam machen. Ich werde da nicht extrem die Geschwindigkeit vorstellen. Und es sind auch dann wahrscheinlich ein paar Folgen bei, wo einfach nicht viel passiert. Aber das ist für mich vollkommen okay. Denn ich will das hier langsam machen. Ich will es euch auch zeigen. Ich will euch die Schritte zeigen. Ich will das jetzt nicht auf die Schnelle da irgendwie durchdrücken. Sondern ich will euch das, was ich weiß, auch entsprechend erklären können. Und das kann ich halt nur, wenn wir das Ganze gemächlich angehen. Das ist einfach das Wichtige dabei. Und dann passt das nämlich. So, Artillerie. Da kommen wir jetzt langsam in den Bereich, dass keine 1000 mehr fehlen. Trotzdem haben wir da fast die volle Bandbreite, ne? Zwischenausrüstung, Zusatzausrüstung. Könnte ich mal theoretisch noch runterfahren. So machen wir es. Dann haben wir nämlich jetzt zwei volle Artilleriemöglichkeiten und schon ist wieder Militär fertig. Ach, ist das schön. Leichte Panzer können wir auch mal einen löschen. Und dann so. Das passt nämlich ganz gut. Eine Einheit Stahl. Dann vielleicht mal noch. Ich will mal kurz schauen, ob wir, mal kurz die Pause, schwerer Jäger, den würde ich gerne auch produzieren. BF-110, dann werden wir nämlich mal die BF-109. Brauchen noch 88 für die Verbesserung. Ah, wir warten mal noch. Wir lassen mal noch den Jäger tatsächlich, warte mal. Jetzt habe ich aber noch einen zur Verfügung. Das bedeutet 1, pro Woche, 2 pro Woche. Wir könnten 2,38 pro Woche. 2,6. Da stimmt irgendwas nicht. Da werden es wieder weniger. Seltsam. Das sind dann wahrscheinlich 3, irgendwas pro Woche. Aber so passt es erstmal. 1,9 pro Woche. Vielleicht kriegen wir da noch bald was dazu. Wenn das Bauvorhaben auch noch fertig ist. Das ist super. Dann will ich auch mal definitiv noch entsprechend Radarstationen bauen. Raketen und natürlich Flugabwehr will ich ausbauen. Und hier für den Westwall würde ich gerne Bunker bauen. Und generell würde ich gerne an den aktuellen Grenzen würde ich gerne Bunker bauen. Und vor allem Küstenbefestigung ist ganz wichtig. Dass wenn wir mit Großbritannien etc. im Krieg sind, dass wir da nicht Gefahr laufen, dass wir irgendwo überrannt werden. So, 1000. Das heißt noch 34 Tage. Also Mitte Februar ungefähr ist dann das auch mal erledigt. Ach, schön. Es entwickelt sich, liebe Leute. Was machen die Fronten hier oben? Boah, die gehen ganz schön in den Westen rein. So, die Frage ist, ihr dürft gerne, ich weiß nicht, ob ich's abhören werde, weil ich habe ziemlich viel aufgenommen, aber ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, mit wem würdet ihr euch verbünden wollen? China oder Japan? Weil das ist ja hier auch noch ein Ding, wo wir entscheiden können. Gibt dann halt natürlich Militärfabrik und so weiter und so fort. Von dem her, ich muss gucken. Ich muss gucken, auf jeden Fall haben wir jetzt gleich den ersten Schiedsspruch. Und der wiederum hat zur Folge, ja, dass wir entsprechend weiter die Expansion vorantreiben könnten, wohlgemerkt. Könnten. Die Frage ist, ob wir das wollen, weil wir wollen tatsächlich keinen Ärger kriegen. Jawohl, täglicher Zugewinn, 427. Das ist schön. Unsere Bauvorhaben für synthetische Raffinerien ist sehr, sehr gut. Da kriegen wir nämlich dann entsprechend auch noch andere Sachen. Also, der erste Wiener Schiedsspruch. Die Ungarn zählen zu den Völkern, die am meisten unter dem Ersten Weltkrieg gelitten haben. Durch die Zerschlagung von Österreich-Ungarn waren viele Ungarn plötzlich auf ausländischem Gebiet gestrandet, obwohl ihre Vorfahren seit Generationen dort gelebt hatten. Wir könnten unsere Beziehung zu Ungarn deutlich verbessern, indem wir ihnen einige Gebiete der Tschechoslowakei abtreten. Also, Auswirkungen. Erhält das Ereignis erster Wiener Schiedsspruch. Zugewinn an erster Wiener Schiedsspruch minus von Deutsches Reich plus 5. Aber Vereinigtes Königreich, Sowjetunion, China und ein anderes. Königreich Ungarn gewinnt
Erster Wiener Schiedsspruch hinzu. Meinung über sie verändert sich um 25 gegenüber Königreich Ungarn. Nicht gegenüber uns. Und jetzt das Schicksal der Tschechoslowakei. Das würde bedeuten, dass wir die alten tschechischen Gebiete zwischen denen aufzuteilen sind, die sie ordentlich regieren können. Wir sollten auch die Gründung eines eigenen slowakischen Marionettenstaats im Osten in Erwägung ziehen. Weltweite Spannung wird um 5 erhöht. Wo sind wir denn da aktuell? Das ist immer blöd, dass ich das hier nicht sehen kann, weil 21. Okay. Setzt tschechisch-slowakisches Gold ein, um die Kosten von MIFO-Wechsel zu reduzieren. Wäre halt geil, ne? Oh, Slowenien fordern, Ostgebiete zurückfordern. Das führt unweigerlich zum Krieg. Weil die da eigentlich nie drauf angehen. Wir könnten aber dann sagen, dass wir Danzig bekommen gegen die Slowakei. Das ist interessant. Da könnten wir... Das ist interessant. Dann haben wir das Schicksal Jugoslawiens, das Schicksal Griechenlands. Und dann geht's halt... Huiuiui. Also, wir probieren das aus. Aber ich bin noch nicht sicher, ob jetzt oder... Ob wir tatsächlich jetzt mal das machen. Weil dann haben wir nämlich 12 Landbefestigungen, Moseland und Württemberg. Und die Baugeschwindigkeit für Landbefestigung geht um 20% runter. Auch Flugabwehr. Weil das ist ja das, was wir ausbauen wollen. Deshalb gehe ich erstmal auf den Westwall. Bevor wir uns da gebietstechnisch entsprechend erweitern wollen. Aber das ist bislang alles in Frieden. Und das ist schön. Und da will ich gucken, ob wir das nicht noch ausreizen können. Das wäre die Tschechoslowakei aktuell. Da hätten wir dann nämlich auch noch eine Heeresgruppe Süd, die wir quasi hier auch nutzen könnten. Nachschubwege, hallo? Wieso hängt es da am geringen Nachschub? Sollte ich da mal noch die Verbindung ausbauen? Hier ist Nachschub gering, ich muss mal kurz schauen. Produktionstechnisch, dann einmal kurz pausieren. Wir haben jetzt bald die Artillerie. Das ist sehr gut. Wenn wir hier nochmal hochgehen, haben wir 2,89. Das sind fast 3 pro Woche. Das ist auch ganz geil. Gehen wir mal auf die Flieger. 216. Luftnahunterstützung 15. Ach, das ist gut. Züge 136 ist perfekt. Brauchen wir. Leichte Panzer haben wir fast 1000. Ist auch gut dahingehend, sobald jetzt Artillerien sind, würde ich tatsächlich gerne 2 hinzufügen. Perfekt, die haben die Ausrüstung bis auf die Artillerie. Und hier haben wir ja gesagt, gehen wir dann einen Ticken zurück, was die Divisionen angeht. 1,0. Ah, wobei, wir sollten da eigentlich noch weitermachen. Infanterievorlage. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Was haben wir denn da für eine Infanterie? Ach, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Auch die Kavalleriebrigade, Panzerdivision, Infanteriedivision motorisiert. Das wäre halt eigentlich auch... Ah, wobei, nö, brauchen wir auch nicht so unbedingt. Aber die Nachschubwege, die machen mir hier so einen Ticken Sorgen. Sollte ich hier mal auf 3 gehen, dass wir einfach die Nachschubwege und hier noch entsprechend den Nachschub fördern können. Gut. Und dann können wir irgendwann, wenn wir Polen besetzt haben, können wir das ja irgendwann hier auch entsprechend noch weitermachen. So, der Treibstoff geht langsam zur Neige, aber da haben wir ja Produktionen angesetzt. Das bedeutet, wenn die jetzt gleich fertig sind, dann müsste das Ganze nämlich hochgehen. 220.000, wir haben aktuelle Kapazität 828.000 und ein täglicher Zugewinn von 509. Das hat sich jetzt gerade erhöht. Wir brauchen aber 1.100 pro Tag. Das heißt, wir sollten die Dinge auf jeden Fall noch vorantreiben. Die synthetischen Raffinerien. Und wir haben, glaube ich, so produktionstechnisch Reifen nur 5. Okay. So, nicht zugewiesen. Dann können wir den Panzerdivision West ist das. Die brauchen wir nicht. Die gehen damit dazu. Die sollen sich jetzt einfach so verteilen, wie sie möchten. So, also hier haben wir es jetzt reduziert auf 6 Divisionen. Die sind jetzt alle fertig. Weil wir halt einfach... Sehr geil. Halt, stopp. Nein. So rum. So, Fallschirmjäger sind auch durch. Dann könnten wir, das ist zu lange,
Dann könnten wir schauen. Wir haben jetzt 39. Okay, perfekt. Bauplätze. Yes. Und wir haben gleich noch eine andere Forschung. Auch ihr werdet hier hinzugefügt. Auch ihr. Warte mal, wir haben doch hier 8. Krass, das sind 8. 23. Und 24. Jetzt warte mal kurz. Haben wir jetzt die Division durch? Die sollen jetzt alle mal abziehen. Jetzt sind alle weg. Ah, nice. Okay, dann sind wir hier auch voll. Kräftevergleich. Wir sind stärker. Entlang der Grenze. Ach, das ist ja nice. Weil wir hier so eine Grenze gezogen haben, wird schon geguckt. Ach, das ist ja cool. Kann 5 Armeen effizient führen. Das ist ja cool. Okay, der kann also 5 Armeen führen. Oberbefehlshaber Günther von Kluge, das ist auch geil. Angriff, Organisationsverlust. Oh, das ist cool. Dann will ich nämlich die anderen hier auch noch hinzufügen. So, dann machen wir das. Wie kann ich das jetzt machen? 2, 3, 4, 5. Nice. Das habe ich jetzt gerade gelernt. Huhu, geil. Okay, da geht's ab. Das ist super klasse. Jetzt bilden wir aus. Panzerdivisionen werden ausgebildet. Und ansonsten wird nichts mehr ausgebildet. Wir haben hier freie Militärfabriken noch. Wie sieht's jetzt aus mit Artillerie? Noch 5. Okay, das heißt, Artillerie kann ich erstmal hier einen Block löschen. So, dann haben wir Artillerie, die jetzt gleich wieder läuft. Leichte Panzer ist natürlich jetzt wieder gefragt. Das ist halt das, was wir momentan noch brauchen. Die leichten Panzer machen wir voll. Und da sollte ich dann gucken, ob wir vielleicht dann das hier machen. Dann haben wir, klar, Stahl, aber Infanterieausrüstung 2. Brauchen wir noch 500. Zusatzausrüstung, dann machen wir das mal so. Dass wir das einfach so hinbekommen. Und natürlich. Aber wir haben noch 3. Wie sieht's aus mit den LKWs? 203. Okay, da werden wir die dann aufbringen. So, nicht zugewiesene Divisionen. Die sind auch noch nicht zugewiesen. Wir brauchen aber jetzt halt extrem viel von den Vereinigten Staaten. Können wir auch mal noch was nehmen. Wir brauchen jetzt halt extrem viel Rohstoffe, was uns hier im Bauvorhaben wieder so ein bisschen zurückwirft, aber das macht nichts. Das macht nichts. Ich könnte ja im Prinzip die Treibstoffgeschichte müssen wir ein bisschen vorantreiben. Dass wir einfach genügend Treibstoff haben. So, da ist es auch gleich fertig. 5. März, jawohl. Gut, dann sieht das erstmal ganz gut aus. Der befehligt hier 5 Einheiten. Wir kriegen einen Zugewinn. Der ist nicht unbeachtlich. So, Erdölverarbeitung ist top. 800, 528, 710. Aber trotzdem, wir brauchen jetzt 1,6k pro Tag, weil wir halt die Truppenübung mit den Panzern durchführen. Dann würde ich hier sagen, Obergrenze der Produktionsleistung, auch ganz wichtig. In 9 Tagen sind dann die neuen Panzer fertig. Und da müssen wir ohnehin mal gucken. Wie sieht es hier aus? Die könnten eigentlich gleich die Übungen einstellen. Aber wir beobachten das mal. Ich will die Treibstoffdepots nicht leer laufen lassen. Das wäre halt extrem ungünstig. 39 gibt uns hier. Ja, Züge auf jeden Fall. Aber modifizierte Ressourcenleistung von synthetischer Raffinerie mit Gummi. Treibstoffzugewinn pro Öl, das ist halt wichtig. Da werden wir in die Forschung reingehen. Treibstoff ist für uns irgendwann essentiell wichtig. Panzer brauche ich hier keine, hier reicht mit der Artillerie. Produktionstechnisch ist es, glaube ich, erstmal alles gut, ne? Logistik, jawohl, Artillerie passt. Leichte Panzer passen. Jetzt aber die Rekrutierung. Da ist die Frage. Wir lassen das jetzt mal bei den Divisionen.
Dann will ich auf jeden Fall mal noch eine Gebirgsbrigade haben. Wobei, das ist... So, Bauwesen 3 ist auch durch. Das ist tipptopp. Und dann haben wir hier nochmal Ressourcenproduktion 10%. Werden wir auch machen. Sehr gut. Da muss ich halt jetzt mal überlegen in der Zwischenzeit. Und fast schon wieder in der Folge vorbei. Wie wir das machen. Erstmal die Division. Jetzt bin ich gespannt. Panzerkampfwagen 3 ist durch. 100%. Das sind eben diese Panzermodell-Boni, die wir gekriegt haben. Tigerpanzer geht noch ein Jahr. Dann hätten wir im März 40 hätten wir einen Tigerpanzer. Panzer 4, Leopard. Ah, schwierig. Schwierig. Wir haben die Artillerie, die wir erstmal verbessern wollen. Artillerie auf jeden Fall. Artillerie auf jeden Fall verbessern. So, und dann sehen wir es nämlich jetzt hier. Panzer, mittlerer Panzer. Ist der Panzer 3. Da könnte ich jetzt sagen, theoretisch. Wir gehen hin. Warte mal kurz. Und sagen... Halt, stopp, was mache ich denn für einen Blödsinn? Und sagen... Diese Panzerdivision bearbeiten wir und senden noch zwei... Jetzt will ich mal kurz schauen. Mittlerer Panzer, schaut euch das mal an. Geht aber dann auf 9,6 die Geschwindigkeit, weil halt die mittleren Panzer... Das sind dann L-Panzer-Division. Das sind die leichten Panzer. Wenn ich jetzt hier noch einen hinzufüge... Das wird halt extrem, ne? Nee, wir lassen das. Wir lassen das. Ich will lieber einen Divisionsdesigner und hätte ganz gerne Panzerdivision. Das wird dann die M-Panzerdivision, also für mittlere Panzer. So, gepanzerte Bataillone, mittlerer Panzeraustausch. Das kostet uns halt mega viel, ne? So, dann haben wir aber guten Angriff. 20 kostet uns das, aber wir nehmen die mittlere Panzerdivision. So, und was haben wir jetzt hier? Die Panzerdivision. Dann würde ich die jetzt mal alle abbrechen. Und wir werden jetzt mittlere Panzerdivision ausbilden. Dann machen wir mal 6 Stück, aber die sollen dann abgeschlossen sein. Da haben wir schon fast alles. Da brauchen wir halt natürlich Zusatzausrüstung. Artillerie haben wir, LKW haben wir, aber die mittleren Panzer, die brauchen wir jetzt. Und die Division, da machen wir unendlich und machen aber nur noch 2 Divisionen simultan. Rechtsklicken, Panzer 2. So, was haben wir denn im Panzer? Krass, scheiße, jetzt haben wir die... Jetzt habe ich es verstanden. Wir haben... Oh, wir haben die bearbeitet. Wir haben kein... Okay, jetzt haben wir nichts mehr für leichte Panzer. Das ist ein Austausch, hä? Ah, dann muss ich, warte mal, bearbeiten, duplizieren. Und dann haben wir, das muss ich halt jetzt wieder ein... Ach, das war blöd. Aber gut, tauschen hätten wir sowieso müssen. L-Panzer-Division. Und dann werden wir das tauschen. Leichte Panzer. Halt. Und dann speichern wir das. Dann haben wir nämlich eine leichte Panzerdivision und eine schwere Panzerdivision. Heißt allerdings für uns im Umkehrschluss, 3000 mittlere Panzer gefordert, Artillerie gefordert, brauchen wir in der Produktion. Leichter Panzer wird gebaut. Die würde ich jetzt einfach mal tauschen. Moment. Leichter Panzer haben wir noch genug. Dann würde ich die mal
auf einen pro Tag runterfahren, wird aber dann die mittleren Panzer noch bauen. Und die mittleren Panzer, die werden dann... So, da haben wir 1,47 pro Tag. 3000 bin ich... Bei 1,47 pro Tag. Und wir haben Wolfram. Boah, die mittlere Panzerdivision ist heftig. Mal nur 3. Weil die wird dauern. Die wird dauern, liebe Leute. Was haben wir denn jetzt in der Produktion? Leichte Panzer... Ja, wir machen da mal nur 3 Divisionen. Da brauchen wir nämlich dann auch Wolfram für. Das holen wir aus Australien. Okay, aber so passt es erstmal. So ist erstmal okay. Die will ich auffüllen, die Division hier. Das wird eine absolut krasse Panzerdivision. Für 3 Jahre haben wir Treibstoff. Täglicher Verbrauch 528? Aus Raffinerien. Wir haben 710 Gewinn und Verbrauch 526. Obwohl die ja alle noch trainieren. Ach, wie krass ist denn das? Was haben wir jetzt gemacht? Armee. Maximaler Verbrauch 1000 pro Tag. Luftwaffe. Treibstoff. Lagerkapazität. Basis im Starten. Ah, weil wir wahrscheinlich die Bauvorhaben. Natürlich. Die Bauvorhaben mit dem Synthetischen, das bringt halt da nochmal sehr viel. Also, die Folge muss ich aber abschließen. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Würde mich mega, mega freuen. Es ist riesig geil. Wir nähern uns September 39. Aber wie gesagt, ob da wirklich dann bei uns der Krieg ausbricht, das werden wir sehen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.